Hallo, hier spricht Alexander Gottwald von der Sternenstaub-Astrologie. Im Mai und Anfang Juni erwartet uns eine ganz spezielle Konstellation. Ich nenne die Frankensteins Quadrat und ich lade dich ein, dir mit mir zusammen anzuschauen, wieso ich das so nenne und was uns mit dieser Konstellation im Mai erwartet und natürlich, was für ein Impuls ausgehend vom Mai 2015 mit dieser Konstellation gesetzt wird. Denn astrologische Konstellationen, insbesondere starke Spannungskonstellationen, setzen in der Regel Impulse, die dann in der Folge sich weiter entfalten. Wir werden ja schon seit Jahren immer wieder auf solche Thematiken vorbereitet, zum Beispiel durch Filme. Ja, in Star Wars gibt es diese Klonkrieger, in Herr der Ringe gibt es die Orks und ja dann auch die Uruk-hai. Und all das sind ja quasi künstlich erzeugte Wesen. Und in Frankenstein wird ja aus Leichenteilen ein neuer Mensch, in Anführungszeichen, zusammengesetzt. Und ich lade dich also ein, jetzt hier mit mir mal genau hinzuschauen, warum diese Konstellation von mir jetzt Frankensteins Quadrat getauft wurde. Wir finden also hier in dieser Konstellation das, was man astrologisch gesehen ein großes Quadrat nennt. So, das hier ist ein großes Quadrat. Das bedeutet, dass vier Planeten jeweils in einem Abstand von 90 Grad zueinander im Horoskop stehen und damit also jeweils zu zweien ein Quadrat bilden und zu dem dritten eine Opposition. Und daraus ergibt sich also ein hoch unter Spannung stehendes großes Quadrat. In der astrologischen Insider-Analyse, die ich bereits für die Mitglieder der Sternenstaub-Astrologie für den Mai 2015 durchgeführt hatte, kam natürlich dieses große Quadrat auch mehrfach vor und auf die einzelnen Horoskope werde ich daher jetzt nicht so sehr eingehen. Das kann, wer mag, sich eben auch einfach im Mitgliederbereich anschauen. Die Mitgliedschaft kostet weniger als eine Kinokarte im Monat und bietet sicherlich mehr Spannung als die meisten Hollywood-Produktionen. Großes Quadrat ist also wirklich immer großes Kino und bedeutet eben, dass hier eine Hochspannung erzeugt wird. Also es gibt keine höhere Spannung als ein großes Quadrat. Und wir schauen uns jetzt mal die Verdächtigen an. Also wer gehört zu dieser Viererbande hier? In Frankensteins Quadrat finden wir also an den Ecken den Paten im Hintergrund, Saturn. Wir finden Orcus, den Hüter der Toten. Wir finden Merkur, der nun genau im Mai in die Zwillinge eintritt und damit eben alles tut, was geistig durchführbar ist, also ziemlich skrupellos auch einfach das technisch Machbare möglich machen will. Ja, das sind also so, wenn dieser Pate dann sagt, hier, wann bist du endlich fertig mit dieser fiesen Erfindung? Und er sagt, ja, ich brauche noch 3 Tage. Und der hält ihm schon die Knarre an die Stirn und sagt, übermorgen ist es fertig. Und dann haben wir hier als letzten, als vierten Beteiligten den
Nessus, das ist der Mörder, der Verräter, der Lügner und Betrüger, der auch noch hier in den Fischen steht, der also so heimlich aus dem Hinterhalt Gemeinheiten vollbringt. Ja, also diese vier. Wir haben Saturn, Orcus, Merkur und Nessus hier beteiligt. Nessus ist einer der Kentauren und zweifellos der unangenehmste. Und wenn wir uns das jetzt also global anschauen, dann sehen wir hier natürlich, dass mit Saturn, Orcus, Merkur und Nessus in diesen beweglichen Zeichen Schütze, Jungfrau, Zwilling und Fische etwas in Gang kommen soll, etwas in Bewegung kommen soll. Ja, da soll kein Impuls gesetzt werden. Die Impulse für dieses Quadrat, für dieses Frankensteins-Quadrat wurden schon lange gesetzt. Ja, da kannst du zurückschauen bis ins 19. Jahrhundert. Da wurden schon die Samen gesetzt für das, was hier jetzt durchgeführt werden soll. Nämlich eine künstlich geschaffene Menschheit, eine Menschheit, die eben mehr mit Frankenstein als mit dem Paradies oder der göttlichen Schöpfung oder wie immer du es nennen willst, zu tun haben soll. So, schauen wir uns nochmal genau an. Wer ist an diesem Frankensteins Quadrat beteiligt? Wir haben hier also Saturn. Saturn steht in der traditionellen Astrologie auch für den Tod. Ja, wir haben hier das Kreuz, wir haben die Sichel, also es ist der Schnitter, es ist der, der tötet auch, der ist ja auch berüchtigt dafür, dass er seine Kinder frisst. Und Saturn steht natürlich auch für die alte Sonne der Menschheit, für die erloschene Sonne der Menschheit. Es steht für die ganze Religiosität auf der Erde. Also, das ist alles saturnisch, ob nun Jahwe, dieser jüdische Stammesgott, aber auch der ganze Islam und letztlich auch das Christentum sind saturnischer Natur. Wenn wir uns also anschauen, was sich in dieser Figur Saturn so alles zusammenballt, da finden wir natürlich auch diese ganzen Illuminaten, Geheimgesellschaften und so weiter. Und Saturn im Schützen, wie wir ihn jetzt dieses Jahr vorfinden. Da hatte ich ja im Dezember 2014 schon mal einen Artikel drüber verfasst, dass es hier wirklich um Eigenverantwortung oder NWO geht. Ja? Also entweder Menschen kommen in ihre eigene Autorität oder sie werden eben einfach gleichgeschaltete Bausteine im Sinne dieser geplanten neuen Weltordnung. Der nächste Beteiligte ist Orcus. Orcus ist ein Transneptunier und nicht so bekannt wie Pluto, aber nicht weniger bedeutsam. Orcus ist der Hüter der Toten und er ist auch der Hüter der Reinkarnationen. Wenn wir uns also Orcus anschauen, dann haben wir es hier oft mit Leichen zu tun, auch mit Leichenteilen. Ja, zum Beispiel beim MH17-Abschuss, da war Orcus an einer sehr markanten Stelle. Auch jetzt bei German Wings, da hatte ich auch im Mitgliederbereich direkt drüber gesprochen. Und auch bei MH370. Überall war Orcus an sehr markanten Positionen. Ist sehr wichtig für False Flags, denn man will ja Leichen präsentieren. Man braucht Leichen, mit denen man die Menschen dann schocken kann und erregen kann, wütend machen kann und diesen Schmerz dann auch ausnutzen kann. Ja, auch im Horoskop von 9/11 ist Orcus an einer sehr markanten Position. Und
Orcus eben hier am einem der Eckpunkte dieses Frankensteins Quadrat. Das heißt natürlich einfach, dass da der Tod und Leichenteile eben möglicherweise auch mitspielen. Aber natürlich auch die Einladung, sich mit dem Thema Reinkarnation auseinanderzusetzen. Ja, wenn also Saturn vorher auch derjenige ist, der den Tod repräsentiert, steht Orcus für den Raum, in den die Toten kommen, steht auch für die Leichname. Und dann schauen wir uns, was man nun damit wohl anstellen kann. So, wir haben also Merkur am dritten Eckpunkt dieses großen Quadrats. Und ich hatte das vorhin schon angesprochen, dass es hier eben im Zusammenhang von Frankensteins Quadrat natürlich auch um diese spezielle Funktion geht, die Merkur in den Zwillingen einnimmt. Denn da ist Merkur streng analytisch und tut das Machbare. Ja? Das heißt also, man sagt ihm, schneide da was ab, schneide da was ab, und er macht es. Ja? Das sind diese Leute, die in Labors Tierversuche durchführen oder die Abtreibungen auch nach dem dritten Monat noch durchführen und dafür Säuglinge zerstückeln im Mutterleib und so weiter. Also das ist der Merkur im Zwilling. Der tut einfach das, was möglich ist, das Zweckmäßige, und ist damit natürlich auch einfach wie ein dienstbarer Geist für den Saturn, der hier die Befehle gibt. So, und der vierte, das ist Nessus. Nessus ist ein Kentaur, der bekannteste der Kentauren ist Chiron. Und Nessus ist sicherlich eine ganze Ecke unangenehmer als Chiron zum Beispiel. Nessus ist hinterhältig, ein Verräter, arbeitet mit Gift, arbeitet auch mit Vergewaltigung, er ist also auch triebhaft. Und das heißt also, Nessus hat an sich schon so ein Stück Frankenstein-Energie. Und er ist natürlich aber auch derjenige, der dem Saturn die Leichenteile liefern kann. Er ist derjenige, wenn ja, der Boss ihm sagt, bring mir 20 männliche Leichen zwischen 25 und 30. Dann sagt er nur, ja, natürlich, Chef. Ja, und dann zieht er nachts los und tötet 20 Leute und bringt die seinem Chef. Und das heißt, wir haben hier eine Konstellation, wenn wir uns dieses große Quadrat anschauen, aus vier Gesellen, die zusammen wirklich eine hochspannende und auch durchaus unangenehme Mischung erzeugen. Ja, wir haben also Saturn, der sicherlich derjenige ist, der hier die Befehle gibt. Wir haben den Hüter der Toten, Orcus. Wir haben den, der einfach alles ausführt, was benötigt wird, was machbar sein soll, aber gern mit totem Material. Und Nessus hat keine Skrupel zu töten. Und das auch heimlich, hinterrücks und jetzt auch gerade in den Fischen eben auch getarnt. Ja? Und die Frage ist natürlich, was soll hier passieren? Was soll hier durchgeführt werden? Das ist natürlich eine tolle Konstellation für jede Art von False Flags, die durchgezogen werden sollen. Ja? Also wo viele Leichen vielleicht präsentiert werden sollen, die dann hier von entsprechenden Söldnern auch getötet werden, die dann vielleicht aber eben auch entsprechend noch aufgearbeitet werden. Und wo dann eben gesagt wird von den Regierenden, also das können wir nun nicht weiter durchgehen lassen, wäre eine Möglichkeit in der Ukraine endlich mal für
was Größeres sorgen zu können. Oder eben egal, wo man es gerade braucht, ob jetzt IS wieder irgendjemanden den Kopf abgeschnitten haben soll oder im Iran irgendwas passiert sein soll, damit Israel da endlich angreifen kann. Oder eben in Syrien man dem Assad wieder irgendwas in die Schuhe schiebt. Also wir haben hier auf der Ebene natürlich einiges, aber das sieht natürlich durchaus nach etwas aus, was auch vieles hinter den Kulissen sein kann. Es wird ja viel davon gesprochen, dass eben auch Armeen geschaffen werden sollen, die einfach nur gehorchen. Denn es zeigt sich ja immer mehr, dass zum Beispiel in Polizeikräften, aber selbst im Militär es Ungehorsam gibt. Es Menschen gibt, die sagen, nein, ich will da nicht mitmachen. Ich will nicht auf meine Landsleute schießen. Ich will nicht auf Leute schießen, die sich gegen ein System auflehnen, was vielleicht auch gar nicht in meinem eigenen Sinne ist. Und dass deswegen eben natürlich daran gearbeitet wird, auch Armeen zu haben, die einfach bedingungslos gehorchen. Und was könnte dem näher kommen, als eben etwas zu schaffen, was seelenlos ist. Was einfach nur aus Leichenteilen zusammengesetzt wird und aber vielleicht dann in der Lage ist, irgendwelche Waffen zu bedienen und was man auch bedingungslos multiplizieren kann, nachproduzieren kann. So, wie könnte dieses Frankensteins Quadrat dir nun in diesem Monat dienen? Ich hatte ja gesagt, Saturn im Persönlichen, im Schützen, hat natürlich etwas damit zu tun, Einsichten darin zu gewinnen, selbst zu einer Autorität zu werden. Also werde selbst zu der Autorität deines Lebens. Erkenne, woher du kommst. Erkenne, wer du bist. Erkenne, wohin du gehst. Erkenne auch deine Sterblichkeit, deine Endlichkeit als Mensch. Und erkenne das Ewige, was du bist, was immer bereits jetzt hier ist. Das sind Einsichten, die Saturn hier im Schützen gewinnen kann. Also Einsichten in das, wir laufen hier mit einem Leichnam rum. Was natürlich auch zu einer Art Initiation führen kann. Was auch Nessus repräsentiert. Initiation in die eigene Sterblichkeit. Und das kann natürlich auch zu einem klaren Geist führen, der dir einfach zeigt, was ist dein Weg, wo geht es lang, was ist zu tun, ganz nüchtern, angstfrei. Also das ist die aus meiner Sicht positive Einladung in diesem Frankensteins Quadrat, ja, dass du selbst zu einer Autorität wirst, dass du selbst zu dem wirst, der für dein Leben die Verantwortung übernimmt, dass du dich vielleicht auch auf Prozesse einlässt, auf Initiationsprozesse. Ja. Gibt ja zum Beispiel solche Dinge wie Ayahuasca oder hier in Bolivien auch in den Anden den San Pedro Kaktus. Es können aber auch ganz andere Dinge sein, wo du dich auf etwas einlässt, auf eine Stirb- und Werde-Erfahrung, die dir eine Initiation ermöglicht. Das können auch einfach vergangene Wunden sein. Das können Gifte sein, die du noch in dir trägst, aus deiner Kindheit, Missbrauch, Gewalt, all diese Erfahrungen, die du gemacht hast und die vielleicht noch nicht geheilt sind, die aus der eigenen Familie kommen, vom Vater, von Autoritäten, die dich möglicherweise misshandelt haben. Und so, dass du also eine Stirb- und Werde-Erfahrung machst, also durch den Tod gehst, aber nicht den physischen Tod, sondern durch einen Tod in einer Initiationserfahrung. Und so zu dem wirst, was du wirklich bist. Und eben daraus ein klares Denken ableiten kannst und eben erkennst, was ist für dich machbar, was ist für dich möglich und dann eben auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen kannst. Und dieses
Frankensteins Quadrat wird wirklich im kommenden Monat mehrfach ausgelöst. Schauen wir uns das auch mal eben einmal zusammen an. Wir haben hier Ephemeriden, ja, wir haben also den Orcus die ganze Zeit bei etwa 5 Grad stehen in der Jungfrau. Wir haben den Nessus bei 3 Grad in den Fischen stehen. Und wir haben eben hier im Mai, am 1. Mai tritt Merkur in die Zwillinge ein. Das heißt, ab da ist er bei 0 Grad, dann 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 5 Grad Zwillinge. Also so bis zum vom 1. bis 5. Mai ist also dieses Frankensteins Quadrat durch den Merkur hier ausgelöst. So, und dann haben wir Mars, der vom 13. bis 20. etwa dieses Quadrat nochmal auslöst, indem er dann durch diese ersten Grade des Zwillings geht. Und dann übernimmt die Sonne ab dem 22. bis etwa zum 27. Ja, du siehst also, es ist den ganzen Monat über immer wieder der Anfang der Zwillinge ausgelöst, erst durch Merkur, dann durch Mars und dann durch die Sonne. Und dann siehst du, dass ja Merkur hier rückläufig wird am 19. und erst am 12. Juni wieder direkt wird. Das heißt also, wir haben dann so vom etwa 6. bis zum 12. nochmal dieses Quadrat ausgelöst. Ja, wir haben also über einen Monat dieses Frankensteins Quadrat immer wieder ausgelöst und es wird natürlich auch nochmal zusätzlich aktiviert durch entsprechende weitere Konstellationen. Da will ich auch noch mal ganz kurz reinschauen, weil darauf bin ich sehr ausführlich im Mitgliederbereich eingegangen. Das beginnt am Monatsanfang hier mit Merkur, der in die Zwillinge geht. Und da siehst du dieses Quadrat hier zum ersten Mal. Dieses große Quadrat, ja, Saturn, Orcus, Merkur. Und da siehst du schon, Mars ist da nicht weit. Und hier eben auch der Nessus, der ja zudem noch in einer Konjunktion steht mit Neptun. Das nächste und natürlich sehr, sehr intensive Thema mit diesem großen Quadrat ist dann der Vollmond. Und dieser Vollmond ist ja auch nichts anderes als Beltane, also das Fruchtbarkeitsfest. Und dieses Beltane wird dominiert von einem T-Quadrat. Wir haben da also einen Vollmond auf der Stier-Skorpion-Achse, extrem leidenschaftlich. Und das eben im T-Quadrat zu Jupiter-Juno. Da hatte ich auch im Mitgliederbereich viel zu gesagt, also zu diesem Thema Beziehungen und auch Seelenpartnerfindung. Und auch hier haben wir dann ganz gradgenau dieses große Quadrat in dieser Vollmondnacht. Und dadurch wird es natürlich auch nochmal zusätzlich aktiviert. Ja, wir haben diese extreme Leidenschaft, diese extreme Kraft dieses Vollmonds, dieses Beltane-Vollmonds, also des energetischsten Vollmonds im ganzen Jahr. Und eben darüber liegend eben dieses große Quadrat mit Saturn, Orcus, Merkur und Nessus. Wie gesagt, wir haben dann im Laufe des Monats den Mars, der dann selber auch in die Zwillinge hier eintritt und der eben in der Abmonatsmitte dann diese Position hier übernimmt, an der vierten Ecke dieses großen Quadrats. Und zum Monatsende, hatte ich ja schon gesagt, da haben wir dann vor allem die Sonne. Aber wir haben nicht nur die Sonne, sondern wir haben auch den Mond,
hier mit beteiligt. Denn wir haben hier den Halbmond dann schon. Und das ist immer ein Quadrat, so ein Mond. Das heißt, wir haben den Mond in Konjunktion mit Orcus, wir haben die Sonne und das eben auch noch in Konjunktion mit Mars und Merkur. Wir haben den Nessus in Konjunktion mit Neptun und wir haben hier weiterhin den Saturn. Und du siehst schon, hier sind noch weitere Jodfiguren. Und das alles eben im Mars-Neptun-Quadrat, was hier eben auch dieses große Quadrat jetzt noch mit beeinflusst. Mars-Neptun-Quadrat hat viel mit Täuschung zu tun, viel mit auch Dinge zu tun, die vielleicht unsaubere Absichten haben. Und im besten Fall kann es natürlich sich um spirituelle Handlungen handeln. Das heißt also, dieses große Quadrat ist wirklich eine Einladung für dich zu wachsen, zur Initiation, dich mit dem Tod auch auseinanderzusetzen, mit der eigenen Sterblichkeit, damit das menschliche Körper sterblich sind, dass also unsere Zeit hier einfach auch begrenzt ist, mit der Frage, was wollen wir tun mit dieser Zeit? Wie wollen wir daraus handeln? Ja, die Sonne geht dann auch an das Eck dieses großen Quadrats, ist also während dieses Mars-Neptun-Quadrat hier auch sich gebildet hat, eben einer der Eckpunkte dieses großen Quadrats. Da ist also sehr viel Kraft drin und natürlich auch die Einladung, wirklich aus der eigenen Unterwelt heraus, aus dem eigenen Unbewussten heraus, dann auch zu reifen, wirklich durch eine Initiation zu gehen, durch einen Stirb- und Werde-Prozess. Die Masse der Menschen ist nicht bereit dazu. Die Masse der Menschen sind Zombies, die vor dem Fernseher sitzen, sind Leute, die an Konsum so gefesselt sind, dass sie das schon für eine Zumutung halten würden, auf den Wochenmarkt zu gehen und sich frische Zutaten zu kaufen, um sich was zu essen zu machen. Ja, und nimm ihnen ihren Fernseher weg oder das Bier im Kühlschrank und sie kriegen einen Nervenzusammenbruch. Das heißt also, die Masse bejubelt das, was hier angeboten werden wird. Ja, Chips implantiert, weil dann brauchst du keinen Büroschlüssel mehr. Chips implantiert, weil dann hast du Zugang zu deinem Bankkonto und so weiter. Ja, also diese künstliche, aus Ersatzteilen zusammengesetzte Existenz des Menschen, die nimmt eben immer mehr überhand. Und das ist das, was in diesem Frankensteins Quadrat natürlich gewaltig drin liegt. Ich hatte ja im März auch zum Beispiel von dem Thema Fukushima gesprochen. Da häufen sich ja auch gerade wieder die Hiobsbotschaften. Also jetzt sollen sie wieder etliche 100.000 Tonnen radioaktives Wasser in den Pazifik leiten dürfen. Und es rumpelt auch alle Nase lang. Also Erdbeben in Fukushima am laufenden Band. Also bisher nur so um etwa 5 auf der Richterskala. Aber das muss nur einmal ordentlich rumpeln und dann zerbrechen diese Reaktorruinen da auch endgültig. Wir haben also auf vielen Ebenen Gefahren, die so in diese Richtung eben auch gehen. Auch da wieder ja, Verrat, Wasser, die Vergiftung des Wassers, der Tod, der damit verbunden ist, die Regierungen im Hintergrund und das technisch Mögliche, was dabei eben durchgezogen wird, wie jetzt hier in Fukushima eben zum Beispiel. Okay, also ich lade dich ein, nutze dieses große Quadrat, nutze diese Phase, die extrem spannungsgeladen und herausfordernd sein wird. Ich verspreche dir, das wird keine lustige Zeit. Du wirst dich vielleicht manchmal sehr geladen fühlen oder mutlos oder du kriegst vielleicht irgendwelche Symptome körperlicher Natur. Aber es ist alles eine Einladung,
durch diesen Prozess zu gehen, durch diesen Stirb- und Werdeprozess zu gehen und in deine Autorität zu kommen, in das hineinzuwachsen, was du wirklich bist. Ja, es ist uns nie wirklich versprochen worden, dass das Leben einfach ist und dass das Leben nur Konsum sein soll und auf dem Sofa abhängen und schauen, wer die Champions League gewinnt oder wer Germany's Next Topmodel wird. Nein, die Einladung ist, dass wir erkennen, wer wir sind und aus dieser Erkenntnis heraus etwas tun. Und dieses große Quadrat gibt unheimlich viel Energie. Das ist das Tolle an Quadraten. Es ist Power pur. Also wer jetzt diese Herausforderungen annimmt, wird sehr gestärkt und machtvoll daraus hervorgehen. Also, ich lade dich dazu ein. Pack es an. Ich freue mich, wenn ich dich vielleicht auch ein bisschen dabei unterstützen kann. Ich schaue mir gerne auch dein Horoskop an und eben auch, wie es in Relation steht zu diesen Konstellationen, die du jetzt hier in Frankensteins Quadrat vorfindest. Und schau mit dir zusammen, wie du strategisch das Beste aus dieser Phase machst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das für dich nützlich war, freue ich mich auch, wenn du das Video bitte teilst und es eben auch an deine Freunde weitergibst. Bis zum nächsten Mal. Alles ist Liebe.